Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors. Wir machen weiter hier im Freiwurst, nachdem wir im letzten Part die super schwere Schlacht von Chengdu gemacht haben. Gegen Liu Bei. So, was ist denn jetzt dran? Hier war Chengdu. Das haben wir gemacht. Ich glaube, jetzt kommt die Schlacht von Changjiang. Genau, Wuto. Gegen Dongzhu ist das etwas. Oh, der Schwierigkeitsgrad ist auch wieder sehr hoch. Das freut mich. Geh Dongzhus Attacken und geleite die Versorgungseinheiten zu ihren Schiffen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Finde das heraus. Bin sehr gespannt drauf. Okay, gegen Dongzhu irgendwas. Ich habe nochmal richtig Bock. Weil noch so richtig Bock auf Tai Chi Si. Deswegen nehmen wir Tai Chi Si. Mit dem Dynasty Warriors 3 Outfit. Oh, what? Was ist das denn für eine kleine Stage? Das ist ja niedlich. Demon Slayer. So, dann nehmen wir mal wieder die Fools und hier die Picke. Und keine Kriegstrommel, die brauchen wir gar nicht. Ach doch, die hat ja als Joke drin. Wegen Warriors OG. Wegen Warriors OG 4. Alles klar. Okay, bezwinge alle feindlichen Offiziere. Das ist unsere Aufgabe. Sun Jia darf nicht sterben oder mehr als 11 Nachschubseinheiten sterben. Dann verlieren wir auch. Wie habe ich das denn jetzt zu verstehen? Ling Tong Xusheng. Die bewachen das. Oh mein Gott. Was? Xusheng gegen 3 Offiziere? Ling Tong gegen 3 Offiziere oder gegen 2? Ne, auch gegen 3. Was zum Geier? Das ist viel zu schwer für die. Wir müssen sofort helfen. Oh, das kann ja was werden. Meine Gegner haben wir Dongzhu, Li Jui, Gu Xi, Li Ru, Dong Ming. Oh mein Gott. Das kann was werden, Leute. Und vielleicht kommt auch noch Lu Bu. Wer weiß. Wer weiß das schon. Shangjia, Provinz Jing. Diese Vorräte müssen jetzt... Fuck, jetzt wurde der Nachschub bestimmt schon eingenommen, ey. Ja. Geschäftsmann bin ich, ey. Immer Anruf, Anruf, Anruf. 3 Anrufe heute, ey. Was ist los, ey? Was? War da gerade ein Mann, ein Elefant? What the fuck? Warum ist hier ein Elefant? Was? Eskortiere 50 Versorgungseinheiten zum Schiff. Was geht denn jetzt ab? Ist hier ein falscher Film? Hä? Ich check gerade gar nichts mehr. Warum sind hier noch andere Elefanten? Elefanten bei Dongzhus Truppen? Ich bin doch gerade im falschen Film, Leute. Ich kann mir jetzt nicht ausmachen, was hier gerade passiert. Ultra weird. Bam, bam, bam. Kombo, ey. Hör auf. Lass es. Und ich hasse es. Junge. Das ist ja eine komische Schlacht schon wieder. Tja, sie sind ziemlich gut. Ja, du auf jeden Fall nicht. Der Trumpf von Xusheng verlieren. Ja, tut mir leid. Kann nicht überall sein. Versorgungseinheit wurde besiegt. Wie viele dürfen sterben? 11? Ist halt sinnvoller, erstmal hier diese Offiziere zu besiegen, oder? Oder nicht? Aber noch viele Soldaten. Was? Nein, da kommen jetzt nicht Nachschubseinheiten oder sowas, ne? Nee, doch nicht. Ich dachte, da kommen jetzt richtig viele extra Offiziere noch. Zum Glück nicht der Fall. Liu auch tot? Alle tot? Sehr gut. Alle dead. Ja geil, jetzt komme ich nicht aufs Pferd. Ja, das ohne Shadow Wars ist ja mal richtig scheiße. Hen und was? Namantruppen? Moment. Dongzhu kommandiert gerade Namantruppen, sehe ich das richtig? Was ist das denn für eine Timeline? Nee, fuck. Ich krieg das Pferd nicht mehr. Daumen einfach immer Shadow Wars nehmen, Leute. Oh mein Gott, nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum sind hier Namantruppen bei Dongzhu? Das ist cool Sinn. Ich bin gerade gar nicht drauf klar. Was ist das denn? Habe ich das richtig gesehen? War gerade wirklich ein Namant-Elefant und der hilft Dongzhu. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das kann doch niemals wahr sein. Wie viele Nachschubseinheiten sollen noch sterben? Irgendwas mal gut hier. Jo, tatsächlich. So ein Dongzhu-Typ. Der reitet einfach an einem Mann-Elefanten.
Ja, moin. Ja, nee, ist klar. Was ist das denn wieder für eine Schlacht? Aber ohne Witz, was ist das? Komm auf mein Leben nicht klar. What the fuck is going on? Na Mann, Elefant mit Dongji. Warum zum Geier verbündet sich Na Mann mit den Truppen von Dongji? Was habe ich verpasst, Leute? Das war wieder übelst krass fiktionale Geschichte hier. Oh, die Schlacht ist Cancer. Das ist super nervig ist hier. Seht ihr ja wohl. Das seht ihr ja wohl selbst, die Nerven. Das hier ist die Nachschubseinheiten, die man beschützen soll. Oh mein Gott, Dongju, Soldat von einem Mann. Was ist passiert? Das Namann-Volk irgendwie unterjocht oder warum ist das hier passiert? Was ist das für ein Timeline? Holy shit! I can't believe it! Das ist echt interessant. Also was manchmal in Dice Wars 4 möglich ist, echt kaum zu fassen. Wo zum Geier sieht man sowas? Solche komische Sachen siehst du nicht mal in Extreme Legends. Holy shit. Das ist ja Empire-Style hier. Empire sagt ja manchmal so die Mentalität, ja, alles ist möglich. Alle Teamkombinationen können passieren. What the fuck, man? What the fuck, man? Ja, hier sind noch ein paar Dongju-Truppen. Linktor wurde besiegt. Ja, konnte ja auch nicht mehr lange dauern. Klar. Wunderbar. Ich könnte kotzen. Könnte wirklich kotzen. Nein, Strahl könnte kotzen. Verspätung, tut mir leid. Ja, moin. Es gibt ordentlich Ärger und Hausarrest. Okay, sonst, ne? Oh nein. Und Mann ist jetzt auch da. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit zurückzuschlagen. Ja, wie? Vorräte schwinden schnell. Geht doch jetzt. Ich bin jetzt hier ganz gut aufgeräumt. Ja, wie? Vertrauenseinheit wurde besiegt. My ass, Alter! Ohne Scheiß, was soll denn das jetzt? Ich hab doch da alles vernichtet. Wo spawnen die denn überhaupt? Ich check ja nicht mal, wo die spawnen. Beim Schiff von Sunjian? Ja gut, da sind halt wirklich die neuen Gefahr, ne? Ich bin schon so viele jetzt tot. Das macht mir gerade echt Angst. So fucking viele gestorben. Wollen sie überhaupt noch schaffen, ne? Ich hoffe es. Wir dürfen nicht zurückfallen. Wir dürfen nicht zurückfallen. Los! Oh, Sujian! Hier scheint es aber nicht sehr gut zu gehen. Ey, die sind Namann-Truppen und Elefanten und. Ey, ich bin echt der falsche Film. Komm, Namann-Elite-Truppen gleich noch von YouTube. Ich weiß nicht, nur selber noch, der kommt, oder? Zu Wong. Oh, die Kings. Ziemlich sick. Und. Yeah! Sie besiegt. Immerhin. Ah, da sind die Nachschubs-Dudes. Komm, diesmal helfen wir denen aber komplett. Aber sowas von komplett hier. Zack, zack, zack. Eieieiei. Die halten aber auch wirklich gar nichts aus, ne? Die Nachschubs-Dudes. Zusehen. Zusehen, dass wir es hinkriegen. Zusehen, dass wir die irgendwie noch ans Ziel bringen. Ach du Scheiße, was ist das für eine stressige Schlacht? Sehr unique, aber sehr stressig. Nein, den lässt du in Ruhe. Sehr gut. Nur der Dude. Wenn die Nachschubseinheiten immer wieder fliehen. Hier sind noch mehr Nachschubs-Dudes. Nein, hör auf. Was, die sind hier überall verteilt. Soll man die denn alle retten? How am I supposed to do this? Boah, was zum... Ja, bei Sunjian spawnen die, deswegen. Okay. Stationiere hier meinen Leibwächter bei Sunjian. Der ist auf jeden Fall schon mal gerettet. So, und jetzt können wir uns um Dongju kümmern. Aktuell sieht sich danach aus, dass hier tatsächlich neue Truppen spawnen. Neue Gegner spawnen. Von daher, time to strike back, I guess. Ja, die sollen wir vielleicht auch erstmal besiegen. Wenn Bogenschützen hier drauf stationiert sind. Ah, die kriege ich leider nicht. Goddammit. Die kriege ich leider nicht. Die Moral ist natürlich jetzt auch auf Nullpunkt, das ist gut. Ich will Sunjian, aber diesen Dongju hasse ich ebenfalls.
Schluss jetzt. Wir greifen Songjian an. Das ist mein letztes Wort. Warum? Du hast recht. Erst angreifen, dann denken. So war das schon immer. Die wurden wirklich unter Jochzheimer. Oh mein Gott, und die sind mitten da erschienen. Nein, was? Dongzhu und Meng Huo machen gemeinsame Sache? Was? So. Nein, das kann nicht sein. Was ist das für eine komische Geschichte hier? Oh mein Gott. Was ist das für ein Universe, in dem wir uns befinden? I can't believe that is happening right now. Oh mein Gott. Wir sind wirklich da. Meng Huo und Su Wong. Ich kann es nicht fassen. Und natürlich mit dem Naman-Elefant, dem guten Elefant. Komm her! Stehen geblieben. Sieh nur nicht weiter. So, so bon. Wir klären das jetzt mal. Ey, was, ey. Naman und Dongzhu machen gemeinsam was. Ey, ich bin echt baff. Bin wirklich baff gerade. Holy shit. Immer wieder für eine Überraschung gut. Tja. Ja, Dongzhu, der Tyrann und dann die Barbaren aus dem Süden, ey, aus dem Dschungel. Feuer scheint zu erlöschen. Wow, ey. Ich kann es immer noch nicht fassen, ey. Das ist der übelste Mindfuck. Zu morgen mit den Truppen von Dongzhu. Er scheint die unter Joch zu haben, irgendwie. Das klingt halt auch voll danach. Wo sind jetzt Meng Huo? Ich glaube mal kurz das Pferd, okay? Darf ich das? Oh, Moment. Bevor ich da oben ein bisschen Unterstützung leiste, sollten wir erstmal die hier besiegen. Sonst verkacken die Nachschubseinheiten wieder. Ist zu viel für die. So, komplett geheilt. Los geht's. Solange nicht noch mehr Namans rumkommen. Wie gesagt, wenn die Kings noch kommen, dann bin ich echt out. Boah, 50 Hills und so. That's the spirit. Erstaunlich, aber sowas von. Da haben wir noch den King. The King of the Jungle, Meng Huo. Motherfucker. Ey, soll das? Ignoriere mich gefälligst nicht. Zack. Sehr gut. Und zack, 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 zack. Der Move aus Dice Warriors 1, ey. Meng Huo, hast du noch was zu sagen? Los, versuchen wir es. Ist vorbei, Mann. Den haben wir richtig vorgeführt. Da ist schon was leid tun. Ich werde nicht sterben. Ich bin der König. Du warst der König. Hättest auf unserer Seite kämpfen können, aber nein, muss ich dich ja Dongzhu anschließen. Richtig? Richtig. Sonst hält die da oben ganz gut auf Trab, das ist gut. Wir dürfen nicht zurückfallen. Sehr gut, dann kann ich hier nicht jetzt nach unten. Dongzhu mal wirklich den Chaos machen hier. Die Nachschubs-Dudes erreichen langsam mal sicher mal was zu Jian, das ist gut. Nachschubslinie ist gesichert, okay, jetzt habe ich das verstanden. Also, erstmal in der Mitte alles clearen, damit die Nachschubslinie auf jeden Fall gesichert ist und dann kann man zurückschlagen. Okay. Sun Quan! Right on your side. So. Dann. Kümmern wir uns um den fetten Tyrannen hier. Boah, er ist fast nur ein Mann-Truppen. Kommt das, ey? Und zu Hong hatte Daojus-Truppen. Das ist komplette. Kompletter Wischmasch hier. Echt interessant. Zack, zack. Boah, hier war ordentlich was los hier noch im Hauptlager von Dongzhu. Ist tatsächlich noch ein Tor. Oh je. Erstaunlich. Ah, Truppenmoral steigt. So will ich das sehen. 20 Versorgungseinheiten haben schon das Ziel erreicht. Dongzhu auf den Elefanten! Welcher den liebe ich? Das ist so geil! Das ist mit meinen Lieblingsschlachten. Sorry, oh Leute, ich liebe diese Schlacht. Weil das ist einfach mal was ganz anderes. Komplett anderes Gameplay. Einfach diese Versorgungslinie die ganze Zeit sichern. Und dann Dongzhu, Meng Huo, die gemeinsame Sache, Mann. Dongzhu auf Elefanten. Dongzhu mit einer Mannsruppen.
Wie geil ist das bitte? Das ist so geil. Die Schlacht ist grandios. Eigentlich war es hier. Sollte ein Award für diese Schlacht verdienen, ey. So cool wie die ist. Ah, er blockt einfach. Er blockt halt wirklich einfach alles. Aber deine Arschbombe kannst du hier sonst wohin schieben. Der Auto eben. Den würde ich mir gerne sonst wohin schieben, aber er ist leider immer aktiv. Vielleicht vorher was machen können. Na egal. Zack, zack, zack! Dongju, wer ist gegrabt? Bam! Alter! Der Grab von Taishi C ist halt schon stark. Nein, ist die ganze ausgewichen. Oh, so Quang kommt und wird direkt vom Feuer abgestoßen. Danke, Mann! War ich zu schätzen, diese Hilfe. Nein. Zum Glück connectet das mit der Arschbombe. Wir haben es geschafft! Saugeil! Alle besiegt! Mein Paradies, mein Ehrgeiz! Das war so eine coole Schlacht! Holy shit, Daumen hoch dafür! Die hat richtig Spaß gemacht! Extrem awkward! Ich musste echt tausendmal hingucken, ich dachte schon, ich brauche eine Brille. Aber echt cool! War was ganz anderes! Oh, die Items, die man hier findet, sind aber nicht gut. Ich schlaf schon nicht einfach mal. Das war super. Grandios, wirklich. Einfach nur grandios. Gut, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit einer anderen Schlacht aus dem freien Modus. Bis dann und ciao. We'll be right back.